Auf der E3 2019 hat Micha das von Ubisoft neu angekündigte Watch Dogs Legion gespielt. Im Video präsentieren wir euch deshalb neue Spielszenen und frische Infos. Diesmal geht es in eine dystopische Zukunftsversion von London. Dennoch sollen viele echte Schauplätze wie Camden oder Scotland Yard eine Rolle spielen. Anders als in den Vorgängern geht es in Watch Dogs Legion nicht um das Schicksal einer Einzelperson. So soll es möglich sein, jeden einzelnen NPC der Spielwelt zu übernehmen und für die Revolution zu rekrutieren. Durch das Scannen kann man sehen, welche Fähigkeiten eine Person in die Gruppe mitbringen würde. Nach der erfolgreichen Rekrutierung kann man dann die Klasse der Person wählen, sie aufleveln und neue Fähigkeiten und Upgrades freischalten. Geht man zu riskant vor und wird getötet, verliert man den Charakter für immer und muss jemand neuen rekrutieren oder mit seiner bisherigen Crew weiterspielen. Hier bleibt natürlich abzuwarten, wie interessant die Charaktere wirklich sind. Denn bei der Masse an Personen stellt sich natürlich die Frage, wie vielfältig die Hintergrundgeschichten sind und ob man eine ähnliche Bindung wie zu einem klassischen Protagonisten aufbauen kann. Neben Charakteren, die eher zur Waffe greifen oder Gegner einfach umhauen, gibt es auch Hacker, die im Verborgenen Gadgets wie Drohnen oder eine Roboterspinne einsetzen, um voranzukommen. Die offene Spielwelt von Watch Dogs Legion soll außerdem ermöglichen, die Sehenswürdigkeiten von London wie den Big Ben oder das London Eye zu besuchen und sich an Nebenaktivitäten wie Faustkämpfen, Straßenkunst oder Freestyle-Fußball zu versuchen. Online soll man mit bis zu 4 Spielern die Welt erkunden können oder Koop-Einsätze absolvieren. Wir bleiben gespannt und freuen uns bereits darauf, die offene Welt von Watch Dogs Legion in einer längeren Spielsitzung wirklich auf Herz und Nieren testen und einschätzen zu können. So reicht es nur für einen ersten Eindruck und viele offene Fragen.